Einen ganz wundervollen Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Auflösung von unserer 10. Hacking-Challenge. Dazu muss gesagt werden, dass Ostern war. Das heißt, das ist nur die Oster-Hacking-Challenge, also nicht eine richtige Challenge oder sowas. Also die war jetzt auch nicht besonders schwer. Ihr werdet auch gleich sehen, warum eigentlich. So, das erste Mal eigentlich, dass wir auch hier komplett woanders hingeleitet wurden. Achso, was ich letztes Mal komplett vergessen habe zu sagen, falls euch nicht aufgefallen ist, wir haben einfach hier die Namen geändert. Die Dinger heißen jetzt nicht mehr 10th oder sowas, sondern eben 0x0a, so wie eben die Hacking Challenge auch in der Beschreibung heißt. So, wir gehen jetzt hier tatsächlich einfach mal rüber auf diesen Link und wir sehen, dass wir direkt eigentlich zu YouTube und zu diesem Video hier weitergeleitet werden. Das ist natürlich, naja, nicht unbedingt das, was wir haben wollen bei dieser Challenge. Das heißt, hier kommt es ein bisschen auf eure Schnelligkeit an oder ihr klickt einfach hier und dann auf, ja, also man konnte eigentlich davon ausgehen, wenn man hier drüber fährt, sieht man ja unten links den Link, das ist 0x0a-2. Und ja, ihr habt ja hier eigentlich schon die Vermutung, dass hier irgendwie was passiert. Man sieht ja, dass man direkt auf YouTube weitergeleitet wird. Das heißt, man kann eigentlich relativ schnell davon ausgehen, hier steht irgendwie ein Redirect drin. Und ja, ich habe ein bisschen mit Redirects tatsächlich rumprobiert. Aber da der Witz daran war, dass man keine Chance hat, einen Redirect per PHP richtig vernünftig abzubrechen. Zumindest nicht so einfach ohne weiteres. Und deswegen habe ich das Ganze, ja, ist auch irgendwie logisch, aber habe ich das Ganze über JavaScript logischerweise gemacht. Das heißt, wir tragen hier einfach das Bodenstrich 2 ein. Am witzigsten ist, wenn ihr hier einen Scriptblocker installiert hattet, dann seid ihr direkt gar nicht weitergeleitet worden, weil der Scriptblocker genau das blockiert hat. Und ihr habt direkt eigentlich die Lösungs-Challenge gesehen. Alternativ konntet ihr hier auch schnell genug sein und direkt hier auf das X klicken, damit die Seite nicht weiter lädt. Aber bei mir ist gerade das Internet viel zu schnell für sowas. Das heißt, ich habe hier keine Chance. Und ja, das, im Endeffekt wollen wir uns nur den Sourcecode anschauen von diesem Ding hier, logischerweise, bei der eigentlichen Challenge. Das heißt, wir sehen hier erstmal, dass wir redirected werden. Und das hier wird uns eigentlich nicht mehr ausgegeben, aber wir sehen hier, es ist sogar in Passwortklammern. Das heißt, das ist das Passwort gewesen. Warum war jetzt diese wunderbare Challenge so einfach? Naja, ganz einfach, das werde ich euch zeigen. So, wir sehen das hier. Erstmal mega der Schock. Manche haben geschrieben, sie haben erstmal übelst den Schock gekriegt. Der Witz daran war, dass Ostern dieses Jahr wunderbarerweise auch auf den 1. April gefallen ist. Und wir sehen hier unten, dass das Ganze eigentlich nur ein kleiner April-Scheiß von mir war. An der Stelle muss ich natürlich sagen, ich hätte die Challenge auch deutlich schwerer machen können, aber ich wollte, dass ihr einfach auch mal, ja, so ein bisschen reingelegt werdet. Und da wollte ich natürlich, dass so viele wie möglich diese Challenge auch schaffen. War ja auch nicht wirklich schwer. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, so eine kleine Extra-Challenge hier. Trotzdem gibt es das Auflösungsvideo, weil ich auch tatsächlich von ein paar gesehen habe, dass die irgendwie das nicht gelöst haben. Oder zumindest habe ich eine Nachricht gekriegt, ich weiß nicht mehr genau. Aber vielleicht ist einfach auch gut, dass man für alle Challenges die Auflösung hat, damit man auch weiß, was so gerade passiert ist. Ja, April ist jetzt zwar immer noch, aber nicht mehr der erste. Das heißt, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen April-Scherz in diesem Video, der eigentlich in zwei Videos gehört. Mann. Okay, alles klar. Dann war es das jetzt schon wieder von meiner Seite. Und ja, die nächste Hacking-Challenge wartet schon fast auf euch. Die wird auch wieder von Nico sein. Das heißt, ich freue mich schon ganz besonders darauf. Ich durfte die auch schon ausprobieren und ich muss sagen, sie ist wirklich knifflig und richtig spannend. Das heißt, nächstes Mal wird es wieder ein bisschen schwerer. Und keine Sorge, die Plattform wurde natürlich nicht beschlagnahmt. Der ganze Inhalt ist nicht kriminell. Was sie hier macht, ist im Endeffekt den Source Code lesen. Und das ist alles andere als kriminell. Gut, dann macht's mal gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.